So, moin, meine lieben Blogger. Meine Zuschauer fragen mich ganz oft, wie schält man eine Mango? Das hier ist eine Mango. Und man muss hier immer vorher die Spitzen abschneiden. Erstmal hier, zack. Wichtig ist, dass sie bio ist und aus dem Rewe, sonst kann man sie nicht schälen. Und ja, das kann ich ja eh gleich ab. Dann hier die andere Seite auch abschneiden. Zack. So, und dann ist die ja hier flach. Also nicht so schneiden, sondern so. Wie so ein Filetlachs muss man die aufschneiden. Und dann am Kern entlang, in der Mitte vom Kern entlang. Hier seht, okay, ich bin jetzt nicht ganz nah am Kern, aber hier ist der Kern, so dass ihr hier so ein Filetstück habt. Und dann macht ihr das an der anderen Seite auch. Hier direkt am Kern ansetzen. Zack. Zack. Und so nah es geht am Kern entlang. Hier sieht man jetzt hoffentlich mal den Kern. Hier sieht man den Kern. Habe ich gut gemacht. Und hier ist jetzt das Filetstück. So. Und jetzt lege ich das hier hin. Und jetzt schneidet man hier einfach solche Linien hier rein. Zack. 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 Dann hier, so wie man halt Bock drauf hat und wie geduldig man ist. Und dann kann man das hier so überstülpen. So, und dann sieht es aus wie auf Instagram. Mega easy. Macht man jetzt hier mit der anderen Seite auch. Zack, 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 zack. Da kann man das auch hier so überstülpen. Und dann lässt sich das ja auch ganz einfach ablösen, wenn man das will. Hier, zack, kann man das einfach so, geht von alleine. Kann man auch mit dem Messer machen oder reinbeißen. So sieht auf jeden Fall schon so Instagram-mäßig aus hier so ein bisschen. Dann kann man hier natürlich noch die andere Seite so, die Seiten noch so ein bisschen loslösen. Ja, keine Ahnung, wie das geht, weiß ich nicht. Kann man einfach so essen. Gut, abgevloggt. Das war das Tutorial. Eigentlich wollte ich nur gerade Frühstück machen und es mal zeigen. Bis dann, abgevloggt.